Hi ho Leute, hier ist wieder euer NXData mit einer weiteren Folge der Raumschiffsmodelle. Es geht hier um Folge 18 bzw. Hefte 35 und 36. Wie ihr sehen könnt, starten wir mit dem Heft 35 mit dem klingonischen Bird of Prey aus dem 22. Jahrhundert, also zur Archer-Zeit bzw. halt zur NX Enterprise-Zeit. Ja, zu den Heften brauche ich ja nicht mehr so viel erzählen. Wie ihr wisst aus den letzten Folgen, immer sind es sehr schöne gemachte Hefte. Ab und zu gibt es da ein, zwei kleine Sachen, die man halt bemängelt, die halt einem auffallen. Aber ansonsten immer sehr schöne, viele Bilder, viel erklärt, viele Texte, viele Infos. Auch eben für Trekkies, die ja schon einiges wissen, ist ab und zu vielleicht auch was neu für die ist. Oder was sie nicht wussten, man sagt halt, ey, coole Info. Natürlich hier immer mein Lieblingspart, das solltet ihr auch schon bemerkt haben, sind immer diese Designs bzw. Entstehungen der Konzepte, Entstehungen der Modelle, was für Konzeptzeichnungen es vorher gab, wie zum Beispiel das hier, das ist von John Evans, wo dann gesagt wurde, nee, das sieht zu futuristisch aus von den Produzenten, mach mal ein bisschen was anderes. Und dann ist es das Modell geworden, was ihr jetzt kennt. Hier ein Beitrag über die Kultur der Klingonen, die Entstehung der Kultur. Hier unten haben wir dann Martok und Worf zum Beispiel. Zwei sehr wichtige Klingonen, die halt in Deep Space Nine dann sehr oft vorkommen. Und der Beitrag gibt halt so einen Einblick auf die Entstehung der Kultur. Hier unten haben wir dann noch einen Beitrag über die gleiche Namensgebung bei den Romulanern von Bird of Prey. Ein sehr informationsreicher Text. Wobei ich hier sage, wer ihn geleast hat, weiß vielleicht sogar ein bisschen mehr eigentlich als Trekkie. Warum das so ist. Aber schaut mal selber rein, dafür ist es ja da. Ja, kommen wir zum klingonischen Modell. Leider sind die schon ausgepackt, die sind auch schon im Ständer, weil folgendes, ich hatte schon eine Folge aufgenommen mit diesen Modellen und ein Unboxing gemacht, aber ja, am Ende habe ich dann gemerkt, oh, ist ja gar nichts so geworden und so super und dann ist das jetzt hier die nächste Aufnahme und von daher sind schon ausgepackt. Und ich wollte jetzt auch hier nichts vorspielen, dass ich sie wieder einpacke und wieder auspacke. Das ist ja auch Quatsch. Trotzdem möchte ich euch die Modelle dann zeigen und zu dem Modell etwas sagen. Bei dem Schiff, es ist sehr leicht, ein sehr leichtes Modell im Gegensatz zu anderen. Viele kleine Teile, wo ich sehr froh war, dass sie nicht unterwegs oder irgendwie jetzt abgebrochen sind, wie zum Beispiel die Disruptor-Kanonen hier an den Flügeln oder an der Unterseite, die Kanone hier, die sieht ihr hier so besser wieder, oder auch die kleinen hier vorne an der Brückenunterseite. Da ist alles dran geblieben oder auch hier oben diese Streben. Ja, die sind nur durch Draufdrücken biegen sie sich schon durch. Da bin ich immer froh, wenn das alles heil bleibt, auch bei der Lieferung. Ja, und hoffe, dass es auch so bleibt. Mal gucken, dass wir demnächst auch wirklich mal eine neue Vitrine holen. Ich habe immer noch keine eine neue, weil der Platz wird immer enger. Nicht, dass sie dann irgendwann mal runterfallen, dann bald kaputt gehen, weil das wäre ja schade. Ja, von der Farbgebung her, sehr natürlich das typische Grün, das wir kennen bei den klingonischen Schiffen. Vorne die Torpedorampe, hinten wie immer der Impulsantrieb und oben der Orbantrieb drauf. Ja, und weiter braucht man ja im Modell nichts eigentlich sagen. Detailgebung ist sehr schön. Auf den beiden Flügeln sehen wir hier noch die klingonischen Logos. Es ist ein sehr schönes klingonisches Schiff, was der Sammlung halt hinzugefügt wird. Ein hübscher Bird of Prey aus dem 22. Jahrhundert. Und die Halterung kommt wie folgt, einfach hinten, ist bei den klingonischen Schiffen eigentlich Meisterfall, hinter den Antrieb klemmen und zack, haben wir ihn halt in dem dafür vorgesehenen Ständer. Ist auch noch wieder ein bisschen wackelig, wird wieder geklebt. Ja, kommen wir zur nächsten Ausgabe der Folge bzw. dem Heft 36. Eines meiner Lieblingsschiffe. Das ist nämlich die Oberth-Klasse, man glaubt es kaum. Oder Oberth oder Oberth, ich weiß nicht genau, wie das ganz. Ich spreche es Oberth aus. Also jemand sagt vielleicht, jemand anders sagt halt vielleicht Oberth oder Klasse. Ich, ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Die wird immer ein bisschen anders ausgesprochen. Na, warum ist das mein Lieblingsschiff? Ich bin ja mit TOS groß geworden, also die Wiederholung, die damals als auf Sat 1 lief, und das war so das, was ich in meiner Jugend mitbekommen habe von Star Trek, als ich Kleinkind war.
Und dann halt kam der dritte Kinofilm raus und es war mal ein Schiffsdesign, was was anderes war als das, was wir aus TOS kannten. Und von daher muss ich sagen, hat sich das so ein bisschen eingeprägt. Es flutzt erstmal beim Bildschirm und ich denke, wow, cool, das sieht ja total anders aus und das ist echt eine Föderation. Und es ist ja, es ist ein Wissenschaftsschiff der Föderation, was mal in dem Designweg einen anderen Weg eingeschlagen hat und deshalb hat sich das so festgesetzt bei mir damals. So, zu dem Heft selber, auch hier wieder schön aufgemacht, wieder informativ. Geht hier in dem Heft sehr auf die Geschichte der vorhandenen Obersklassen ein, die wir gesehen haben, wie zum Beispiel in TNG, hier die beiden Folgen, wo eine vorkommt, oder auch hier in TNG mit der Pegasus, ja, die die Phasentarnvorrichtung benutzt, die illegale. Und dabei verunglückt. Hier haben wir die Grissom aus dem Kinofilm dann. Oder hier haben wir noch die Folge, wo dieser Virus diesen Wahn verbreitet auf einen der Oberstklassen, wo dann zum Beispiel auch Tasha Yar von befallen wird und dann Data verführt. Hier haben wir noch einen Beitrag über die 10 Bilder für Star Trek 3. Also sprich, die sagen, so und so stellen wir uns das vor. Und dann werden dazu 10 Bilder erstellt. Die haben gesagt zum Beispiel, wir wollen, dass die Enterprise in so einen Raumdock fliegt, was um die Erde fliegt, was so eine Pilzform hat. Und dann zack, 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 haben die ein bisschen was gemalt und das dann eben als Sketches oder als 10 Bilder benutzt. Als Entwürfe und dann raus dann weiter zu arbeiten, weil am Ende sieht es ja anders aus, als wir es hier sehen, ne? Oder auch hier unten die Zähne zum Beispiel, da kann man das sehr gut sehen. Die haben gesagt, die wünschen sich einen Part im Film, wo man halt von der Panorama-Insicht aus dem Raumdock halt rausguckt und die Excelsior sieht. Und wie ihr sehen könnt, ist das doch ein ganz altes Modell der Excelsior, bevor es zu dem Modell oder beziehungsweise zu dem Aussehen gekommen ist, wie wir es überhaupt jetzt kennen. Und da wurden dann halt eben Zeichnungen für angefertigt. Hier zum Beispiel auch von den Bird of Prey, wie er gerade landet oder auch wie er hier gelandet dann steht. Oder hier Genesis, wie es zerbricht, wie es am Anfang ausschaut. Da wird dann halt viel vorgezeichnet und gemalt, um ein ungefähres Bild zu bekommen. Auch hier ein gutes Beispiel, eine klingonische Brücke. Wobei ich dann hier an Star Wars denke, an einen Sternzerstörer, wo man dann oben längs gehen kann und unten dann die Leute sitzen und dran arbeiten. Und das wurde dann entworfen, aber natürlich anders in den Film gebracht. Wobei man auch hier sagen muss, dieses Design sieht man in Star Trek Online auch wieder ziemlich häufig, dass die größeren klingonischen Brücken, die man dort auswählen kann, oben diesen Hauptgang haben, wo dann der Captain sitzt und untenrum dann eben die Brücken auf die Station sitzen. Hier ist dann der Bericht über die Oberstklasse, das Studiomodell, die angefertigt wurden für die Aufnahmen. Und dann ist das Heft hier auch schon zu Ende. In dem nächsten Heft seht ihr dann den andorianischen Schlachtkreuzer, das Schiff, das auch aus der Enterprise, also aus der Archer-Zeit stand, das von Captain Schran zum Beispiel geflogen wurde. Und wir kommen natürlich jetzt zum wichtigsten Part immer noch, nämlich das Raumschiffsmodell. Auch dieses ist schon ausgepackt. Aber hier ich mache dieses kleine Wissenschaftsschiff total gerne. Immer ein kleiner Spruch von mir: klein, aber fein, es muss eine O-Berth sein. Und in Star Trek Online kann man es ja ausspielen und da ist der Größenvergleich echt cool gemacht, weil dieses Schiff wirklich sehr, sehr klein gehalten ist in dem Spiel. Und gegenüber dann so einer Sovereign oder dem Odyssey-Schiff halt extrem klein ausschaut. Das Modell selber farblich sehr hübsch gestaltet, auch die Details echt cool gemacht. Eine Sache ist mir halt aufgefallen, ihr seht das hier vielleicht schon, wie das da oben in einer Ecke so schimmert. Hier haben wir wirklich eine schöne Bemalung, wie diese schwarze Fläche. Nichts super, alles hier drin im Rahmen. Und hier oben ist so ein Produktionsfehler. Das ist verwischt bei der Produktion oder danach, wo es getrocknet ist und die Farbe noch ein bisschen feucht war. Und deshalb hier drum, dieser Bereich, der da draußen ist, auch ein bisschen verdunkelt. Ich hoffe, das kann ich irgendwie noch ein bisschen lösen, damit das dann auch so weiß ist. Dann kann man das hier sehen, wie das da ausschaut im Gegensatz zu unten. Ja, das glänzt auch richtig, diese Stelle, wo das so verwischt ist, weil das Material von da unten durch schimmert. Ein bisschen schade, so ein kleiner Minuspunkt. Ansonsten ist es ein sehr schönes Modell des Schiffes.
Das ist die USS Grissom. Also die aus dem dritten Kinofilm. Nämlich die NCC 638. Auch von der Seite. Und außer diesem einen farblichen Verwischer da, kann ich bei dem Modell echt nur Positives sagen. Echt hübsch geworden. Und ich freue mich, es meiner Sammlung hinzuzufügen und es dann mit dazu zu stellen. Zack. Hier nochmal im Ständer für euch das Schiffchen. Ja, und das war's dann auch soweit aus der Folge 18 der Raumschiffsmodelle. Noch eine kleine Info. Eigentlich sollte hierbei bei der Lieferung auch noch die nächste Sonderausgabe mit bei sein, die USS Kelvin aus der neuen Zeitlinie. Das Problem ist aber wieder Lieferengpässe, sprich, ich sehe es wahrscheinlich erst in der nächsten Lieferung, dann nächsten Monat. Und dann gibt es dann da für euch die Folge. Dafür entschuldige ich mich natürlich schon mal, auch wenn ich dafür nichts kann. Aber trotzdem hätte ich dieses Video gerne schon für euch jetzt rausgehauen, weil sonst verschiebt es immer wieder alles weiter nach hinten. Und das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. So, dann danke ich euch natürlich wieder fürs Einschalten, dass ihr dabei seid, dass ihr mir bei diesen Modellen auch treu bleibt und immer reinschaut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal oder in einem anderen Video, euer NX Data. Ciao, Leute!